So, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Ich habe ein bisschen gelevelt. Nicht zu viel, aber ein bisschen. Ist auch soweit alles ausgerüstet. Ja, jetzt haben wir es so. Okay, dann wollen wir mal durch die Fossilienmine. Ich habe mal nachgeschaut. Man hätte diesen Wagen, der uns im letzten Part verfolgt hat, hätte man besiegen können. Also ich denke, es ist der letzte Part. Warum ist mein Bild ein bisschen verschoben? Ich weiß es gerade nicht. Gut, auf jeden Fall hätte man den besiegen können. An sich, der Gegner bringt wohl nicht viel, und der einzige Grund, warum man ihn besiegen könnte, wie auch immer, warum es Sinn macht, den zu besiegen, wäre, dass hinten, wo er rauskommt, ein Elixier liegt. Und jetzt muss ich einen kurzen Schnitt machen, weil mein Bild irgendwie komisch verschoben ist nach unten. Bis gleich. So. Wir haben was kurz behoben. Hoffe ich. Ja, ist behoben. So. Uns wurde ja gesagt, wir sollten erstmal hier lang. Hopp. Schauen wir mal. Wegen Schalter 1. Vorab. Ich kenne mich hier so gar nicht aus. So, dann schauen wir mal. Also ich habe wirklich nur in diesem einen Startgebiet da vorne gelevelt. Weiter rein bin ich nicht. So, hier ist der Schalter. So. So, einmal umgelegt. Noch eine andere Sache. Ich habe schon wieder den komischen Bildfehler. Ich weiß nur nicht warum. Ich habe bis zum zweiten noch Videos. Also bis Sonntag sind noch Videos hochgeladen. Das ist halt... Ihr werdet es ja eh erst später sehen und sehen, dass die dann hochgeladen sind. Aber falls ihr euch dann da wundert, wisst ihr jetzt warum. Wieder der Bildfehler, muss ich wieder umkodieren und dann nochmal neu hochladen. Das Schlimme halt am Umkodieren ist, dass die Parts dann halt gut doppelt bis dreimal so groß sind. Also statt 100 MB pro Part, was schon lang genug dauert, habe ich dann 200-300 MB. Dauert dementsprechend dann länger. So. Dann schauen wir mal. Hier ist der Schalter 2. Jetzt können wir den umlegen. Das ist jetzt... jetzt dann die untere Gargantula. Wir haben ja eben die obere genommen. Und unten ist noch eine. Das waren die schlimmsten Gegner, oder? Ist der schlimmste Gegner gewesen. Bei dem wollte ich auch fressen. Den habe ich jetzt auch gefressen schon. Nur ist das halt so eine Sache, weil ich hatte den immer weit genug runtergeschlagen und dann hatte ich das Glück, dass er dann Himmelswind, heißt es glaube ich, gemacht hat und sich damit genau geheilt hat. Das macht er nämlich so gerne. Und dann hat er wieder zu viel Leben gehabt und dann war es doof. Und genau, Aurora. Kann er auch machen. Und was ich interessant finde ist, Aurora geht immer auf Lilly. Ich weiß nicht warum. Aber immer auf Lilly. So, gut. So. Haben wir den auch besiegt. Okay.
Aber ich werde heute nicht viel aufnehmen, das soweit schon mal vorab. Ich werde nur durch die Fossilienmine gehen heute, weil ich ja schon genug zu rendern habe. Gib mir eine Blume. Weil ich ja neu kodieren muss, dann muss ich noch rendern, wieder das, was ich jetzt aufnehme und dann alles hochladen. Das ist schon genug erstmal. Ich will zwar gucken, dass ich, wie gesagt, bis Ende des Jahres das Spiel fertig aufgenommen habe. Ihr werdet das dann eh bis nächstes Jahr irgendwann sehen, aber das ist ja egal. Ich weiß eh noch nicht, was ich als nächstes mache. Das entscheide ich wahrscheinlich wieder ganz spontan. Wenn ihr Vorschläge habt, immer her damit. Oder Wünsche. Ob ich Wünsche immer so mache, kann ich jetzt noch nicht sagen. Weil wenn mir das Spiel so nicht zusagt, dann werde ich das wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt machen. Verständlicherweise wahrscheinlich. Aber ansonsten könnt ihr gerne Vorschläge machen. Also ich kann aufnehmen. Natürlich die ganzen alten Konsolen, NES, Super Nintendo, Game Boy, beziehungsweise eigentlich sämtliche Game Boys, und ansonsten so konsolenmäßig sonst noch so wäre natürlich PlayStation 1, PlayStation 2 geht auch, obwohl ich da gucken muss, ob ich Spiel hab und ob mein Grabber mitmacht. Was ich nicht aufnehmen kann, ist PlayStation 3. Ach, jetzt habe ich die Route schon verstellt, ohne da hingeguckt zu haben. Egal. Wird schon passen. Wenn ich was verpasst habe, gehen wir nochmal dahin. Eine Polaris haben wir, glaube ich. Ach, da fehlt mir noch einer, okay. dann nehme ich auch nochmal eins. Oder? War jetzt vielleicht doof, egal. Wir haben das Geld. Davon habe ich genug, davon habe ich genug. Und dann hat er noch so Zeug, okay. Also, bei PS3 kann ich nicht aufnehmen, weil da der Grabber nicht mitmacht. Dann müsste ich mir eine TV-Karte kaufen. Und dafür hätte ich dann doch lieber einen anständigen Stand-PC und nicht nur meinen Laptop. Und Xbox habe ich nicht, genau. GameCube kann ich leider nicht aufnehmen, weil mein GameCube ein bisschen rumspinnt. Der geht so gerne nach 5 Minuten oder 10 Minuten aus. Ich muss mal gucken, woran das liegt. Ich wollte jetzt Queen ausrüsten, genau. Aber ansonsten, Wii habe ich nicht. Also, dass man das vielleicht berücksichtigt. Ansonsten, ja. Magierhut oder Stirnband? Ist das Stirnband? Ja, ansonsten, wie gesagt, immer her mit den Vorschlägen. Runter oder hoch? Ich gehe hier hoch. Ja, also wie gesagt, immer her mit Vorschlägen. Ich gucke mir dann das an, was ihr vorschlagt. Und dann, werde ich vielleicht auch mal ein Video machen, wo ich meine Spiele soweit zeige. Sind ja alle in der Vitrine. Wäre also kein langes Video und dann würdet ihr halt auch einen Überblick haben, was ich habe. Und euch davon, sagen wir, was wünschen. Oder halt was vorschlagen. Wobei, mir kommt gerade ein Spiel in Sinn, was ich auch noch auf jeden Fall irgendwann machen will. Ob ich das gleich, ich glaube nicht, dass ich das gleich hier nachmache. Außer es wird vorgeschlagen, aber ansonsten, nö, wahrscheinlich sonst nicht. So, dann schauen wir mal.
Hier ist ein Schalter. Nur für Notfälle. Ich lasse den mal so. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo das alles hinführt. So. Dann schauen wir mal. Im schlimmsten Fall gehe ich jetzt direkt den richtigen Weg und ich darf noch mal ganz zurück. Die ganze Mine erforschen. Aber ansonsten werde ich hier vielleicht irgendwann noch mal durchgehen. So. Ich bin den richtigen Weg gegangen. Super. Aber hier gab es noch einiges und vieles. Jetzt muss ich nur gucken. Genau. Da war nämlich das Problem. Genau. Und zwar schmeißen die einen runter. Aber man will da hoch, wenn ich mich richtig erinnere. Ich wollte da immer hoch. Immer ist gut. Vorteil für uns? Vorteil für uns. Sehr schön. So. Okay, das war ein schneller Kampf. So, dann schauen wir mal. Weil ich weiß, dass es hier irgendwo noch einen Mokri gibt, mit dem man reden will. Jetzt weiß ich nur gerade nicht, welcher Ausgang der richtige ist. Wobei der richtige ja auch wieder relativ ist. Wie kann man denn hier vorbei? Der spuckt ja einen immer wieder runter. Gott, wie war das? Ich habe das vergessen, wie das war. Okay, es war so. So, Achtung, wenn man nicht. Genau, das ist der Ausgangsschalter. Gut zu wissen. Ja, danke. Das war jetzt die Abkürzung. In den Ausgang will ich nämlich noch nicht. Zum Ausgang, wie auch immer. Wollen auf jeden Fall noch die Dings ein bisschen erkunden. Die Mine nach Schätzen und Zeug. Ich habe keine Lust gerade zu kämpfen. Ah, welch was? Nein, Alter. Ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Egal. Ich wollte eigentlich zaubern. So, was haben wir denn da? Bringt alles nichts. Die Viecher kann man übrigens nicht fressen, oder? Man kann, aber sie bringen einem nichts. Machen wir sie schnell um. Was soll's. Geht wahrscheinlich eh schneller.